Hallo zusammen und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge der Schlagzeugführung. Ich möchte euch heute die Becken vorstellen. Ja, fangen wir direkt mit einem absoluten Highlight an. Eigentlich sind alle Becken totale Highlights, aber das Becken ist ein absolutes Highlight und hierbei handelt es sich um das Wuhan China in 18 Zoll Durchmesser. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum eigentlich Wuhan Chinas? Nun, sie unterscheiden sich komplett mit ihrer Bauart, mit dem Klang, mit dem, wie sie hergestellt worden sind, von den normalen türkischen Chinas, wie man sie so von verschiedenen türkischen Firmen kennt. Und ich stelle euch jetzt mal die ganzen Details genau vor. Fangen wir mal mit der Unterseite der Kuppe an. Wir sehen hier, dass diese schwarz ist und der Rest des Beckens traditionell abgedreht ist. Und wir sehen hier schmale Abdrehspuren auf dem Becken. Und das Besondere ist die Hämmerung. Wir haben hier kann man es genau sehen, eine sehr tief gesetzte Hämmerung mit großen, tiefen Hammereinschlägen. Und das ist der Unterschied, der das Becken ausmacht zu den türkischen Becken. Denn wenn man sich das Hämmerungsmuster hier anguckt, oder hier, dann sieht man, dass hier die Hammereinschläge deutlich kleiner sind. Aber das Hämmerungsmuster ist ebenfalls sehr, sehr dicht gesetzt. Am besten kann man es hier irgendwie erkennen. Auf jeden Fall, man sieht hier ein dichtes Hämmerungsmuster, aber der Durchmesser des Hammers ist deutlich kleiner als das von dem Wuhan China. Und das ist was ganz Besonderes. Dieses Hämmerungsmuster verdichtet das Becken sehr, sehr, sehr stark. Und noch eine Besonderheit ist die Kuppe. Die zeige ich euch jetzt. So, wir sehen also hier schon, dass die Kuppe relativ klein ist. Aber das Besondere zeigt sich auf der Unterseite. Also wir sehen hier eine fast quadratische Kuppe mit einer Verjüngung nach oben. Und das ist der Unterschied zur türkischen Kuppe. Die türkische Kuppe zeichnet sich dadurch aus, dass sie kalottenförmig ist, beziehungsweise fast schon halbkreisförmig ist von ihrer Form und ja auch relativ groß ist in Relation zu dem Durchmesser des Beckens. Und dadurch klingen die türkischen Chinabecken ganz anders. Die türkischen Chinabecken sind sehr Kang-mäßig, sehr Cash-mäßig vom Klang her. Und das Wuhan China klingt komplett anders, denn die Besonderheit ist, dass die Kuppe vom Klang her fast schon komplett weg ist. Also ich spiele das Becken jetzt mal eben kurz an. Also wir haben gehört, das Becken klingt sehr dreckig, sehr trashy, sehr zischig, sehr peitschend. Und das macht eben das Wuhan China aus. Das unterscheidet es von allen anderen Becken in dieser Form und das macht sie zu was ganz Besonderem. Und genau deswegen liebe ich diesen Klang von den Wuhan Chinas so sehr, weil das sind original chinesische Becken und
Kein Hersteller schafft es, den Originalklang von diesem Becken irgendwie herzustellen, es sei denn, es sind chinesische Firmen. Und das leitet mich jetzt über zu dem Becken hier, was wir hier sehen. Und das kommt aus China und wird in Kanada designt. Das Dream Symbols Bliss Series Gorilla Ride in 22 Zoll Durchmesser. Wir haben es hier mit einem Becken zu tun, das in China hergestellt wird und in Kanada designt wird. Und das Spezielle hier dran ist auch diese sehr schmalen Abdrehmuster und diese ganz spezielle tiefe Hämmerung, die wir hier sehen an dem Becken. Und ja, dieser Klang des Beckens ist ungewöhnlich, ist einzigartig. Ich spiele es mal gerade eben an. Also das Becken, wie man hören konnte, klingt sehr feurig, sehr heiß, sehr dunkel. Trotz dass es 3,6 Kilogramm schwer ist, also wirklich ein Schwergewicht im Beckenbau. Und das ist eben dieser spezielle chinesische Sound. Also die chinesischen Becken, wenn sie in der türkischen Bauweise gebaut sind, hing sehr dunkel, sehr warm, sehr rauschig, sehr washy. Also ein sehr, sehr toller und schöner Klang, wie ich finde. Und apropos türkische Becken, ich zeige euch jetzt mal meine türkischen Becken. Wir haben hier das 16 Zoll Crash, dann haben wir hier das 18 Zoll Crash. Und hier das 20 Zoll Crash. Und zusätzlich hier noch ein Bell von der Firma Samsung Symbols, die in Istanbul beheimatet ist. Und ich zeige euch jetzt mal diese Becken. Also, ich beginne mal mit dem Bell. Wir haben es hier mit einem Becken zu tun, das ich von einem Endorser dieser Firma gekauft habe. Und der Grund ist ganz einfach. Ich war auf der Seite und habe mich für diese Bell Splashes interessiert. Und dann hatte ich eine Konversation mit dem Endorser und dann habe ich mir dieses Becken von dem Endorser gekauft. Wir sehen hier ein gebürstetes Finish und wir sehen hier auch, dass noch bei der Hämmerung ein bisschen Rohmaterial übrig geblieben ist. Also wir sehen es hier ganz deutlich. Das Becken wiegt 1 Kilogramm und ist wirklich sehr dick. Man kann es hier sehen. Und ja, der Klang des Beckens ist auch sehr schön. Hier mal die Kuppe. Und dann auf dem Profil. Allerdings wird der Klang etwas gedämpft, weil ich mir hier eine spezielle Konstruktion einfallen lassen musste, weil ich die Teile von dem Beckenhalter nicht mehr finde. Deswegen diese komische Konstruktion. Und ja, das Becken klingt also sehr, sehr interessant. Jetzt stelle ich euch mal diese drei Crashbecken hier vor. Wir haben hier Becken aus der Regular Brilliant Serie und zwar die Heavy Crashes in 16, 18. Und jetzt stelle ich euch die Crashbecken vor und zwar, sie sind auch von Samsung aus der Regular Brilliant Serie in 16 Zoll, 18 Zoll und 20 Zoll. Und
Sie gehören zu der Gattung der Heavy Crash Becken. Und ja, das Crash hier wiegt 2,4 Kilogramm. Dann haben wir hier 1,8 und 1,4 Kilogramm. Und ja, man sieht hier diese schöne Hämmerung und das schöne Abdrehmuster. Wir haben hier sehr breit gedrehte Spuren und dann hier diese schmale Spuren am Rand und dann diese wirklich schöne Kuppenform auch hier beim 18er und 20er Crash. Und ich spiele sie jetzt einfach mal an. Wie ich finde, haben diese Crashbecken einen wirklich schönen Klang dafür, dass sie heavy sind. Also schön brillant, aber auch gleichzeitig sehr washy, sehr rauschig, sehr rauchig auch im Klang. Und das gefällt mir richtig gut vom Klang her. Und der Grund, warum ich diese Becken gekauft habe, ist dieser. Ich habe jahrelang andere Crashbecken gespielt und ich habe das Internet durchforstet, um andere Klänge zu suchen. Und dann bin ich halt eben bei der Firma Samsung gelandet und ja, bin sehr zufrieden vom Klangcharakter her dieser Crashbecken. Ja, Leute, jetzt komme ich zu was ganz Speziellen und zwar ist es meine Hi-Hat. Diese Hi-Hat wurde von einem amerikanischen Beckenbauer namens Saluda extra für mich gebaut, für meine Klangwünsche, die ich damals hatte, wo sie gebaut wurde, und zwar 2009 oder 10, glaube ich, war das. Und sie hat einige Custom-Optionen bekommen, die es so in der Standardversion nicht gibt. Wir haben hier unter anderem Becken, die jeweils 1,4 Kilogramm wiegen, also eine wirklich schwere Hi-Hat. Dann haben wir hier dieses tolle Brilliant Finish und auch der hohe Ton und der helle Klang der Hi-Hat gibt es nicht so. Es ist ein Einzelstück. Und ich zeige euch mal, wie das gute Stück klingt. Also bei der Hi-Hat ist auf jeden Fall sehr viel Druck und Power und Lautstärke dahinter mit einem schönen, brillanten, hellen Klang, der mir absolut seit über 11 Jahren gefällt. Ja, der Grund, warum ich mir diese Hi-Hat gekauft habe, war dieser, weil ich jahrelang Peiste gespielt habe und mir der Klang nicht gefallen hat und ich auf der Suche nach hellen Beckenklängen war und ich habe sie bei Saluda gefunden, denn alle Becken, die ich da gekauft habe, sind sehr speziell auf meine Klangwünsche gebaut worden und es ist absolut großartig, wie diese Becken klingen. Aber mittlerweile hat sich der Klangwunsch vom Becken bei mir etwas verändert. Ich stehe mittlerweile auf rauschige, washige Becken, die sehr stark halt rauschen, sehr washy sind, aber dennoch liebe ich diese Hi-Hat und ja, das ist was wirklich ganz Besonderes und ein absolutes Einzelstück. Ja, das war sie also, die Tour durch meine Becken. Ich hoffe,
sie hat euch gefallen. Und wenn sie euch gefallen hat, dann lasst doch einen Kommentar da, dann lasst ein Like da, dann abonniert den Kanal und so weiter und so fort. Ja, und für alle anderen, die es schon bereits getan haben, ich bedanke mich fürs Abonnieren, fürs Kommentieren, fürs Liken, fürs Disliken, fürs Weiterreichen und so weiter und so fort. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao!